Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Tyranny mit Paxis. Und ich, Dummi, habe in der Küche mir mein Glas mit Wasser aufgefüllt, aber hab's nicht hergebracht. Ich hab's da stehen lassen. Und ihr kennt mich, ich starte die Aufnahme nicht neu. Ich renne schnell in die Küche und hole es. Moment. So, da wäre ich wieder. Und wir machen hier weiter. Kyros tagt das Schwert an Naden. Unsere Verbündeten bei den Geschmähten und am Gericht weigern sich, mit uns zusammenzuarbeiten. Dafür kann es eindeutig nur einen Grund geben. Craven, Ash und Tunon haben sich gegen uns verbündet. Ihr verschwört euch gegen uns, um uns unseren wohlverdienten Ruhm zu rauben. Als Darkon sein Zepter wie verrückt durch die Luft schwingt, hinterlässt es in der Luft smaragdgrüne Spuren. Er gestikuliert immer wütender. Wir sehen, wie es wirklich ist. Ihr seid alle gegen uns. Wenn ihr zwei nicht bereit seid, zusammenzuarbeiten, werde ich es euch als Tunons Schicksalsbinder befehlen. Nichts sagen. Verschwörung ist halt derjenige, der sich die ganze Zeit über wie ein Narr verhalten hat. Genug der Zankerei, uns bleibt kaum noch Zeit für die Eroberung der Himmelfahrtshalle. Was nehme ich denn da jetzt? Ich bin unschlüssig, was ich da jetzt nehmen soll. Gehen wir es einfach mal Punkt für Punkt durch. Okay, also wenn ihr zwei nicht bereit seid, zusammenzuarbeiten, werde ich euch als Tun- und Schicksalsbinder befehlen. Das ist, glaube ich, das Logischste. Nichts sagen, weiß ich nicht, warum soll ich ruhig sein? Verschwörung, keine Ahnung, ob er sich wie ein Narr verhalten hat, dazu kann ich nichts sagen. Genug der Zankerei, habe ich schon gesagt. Ich werde das Erste nehmen. Wenn ihr zwei nicht bereit seid, zusammenzuarbeiten, werde ich es euch als Tunons Schicksalsbinder befehlen. With whom do you stand? Die Maske von Nerats Stimme kippt zur Seite, als er nach vorn stürzt und dir mit seinem Zepter droht. Für Kompromisse ist jetzt nicht die Zeit. Einer von uns wird die Ehre haben, diese glorreiche Eroberung zu Ende zu bringen. Wir wissen, dass du weise wählen wirst. Ihr werdet zusammen gegen die Zitadelle von Mentrias Bund ziehen oder überhaupt nicht. Die Geschmähten werden führen, der Scharlachrote Chor wird führen. Ja, ich nehme das Erste. Was? Test my patience, Fatebinder. We did not ask for a weak compromise that leaves all parties unsatisfied. Whom do you support? Are you going to let the Scarlet Chorus traitors have their way? Or will you stand by Kairos's true disciples, the disfavored? Oh, toll, wie ich überhaupt gar keine Entscheidung treffen darf und hier quasi jetzt gezwungen werde, einen zu wählen. Hätte ich auch direkt jemanden wählen können. Wir haben jetzt Gunst eingebüßt und dafür Zorn bekommen. Ist mir komplett egal, wie gesagt, ich kann die sowieso nicht leiden. Wen lassen wir? Also ich glaube halt, dass der Scharlachrote Chor mit einer Masse an Personen, die zur Verfügung stehen, mehr Sinn machen. Deswegen werde ich auch den Scharlachroten Chor nehmen. You'd stand with the madman and his rabble? I am shocked. I counted you amongst our allies. And your name was held in some regard amongst my troops. Funken tanzen um die alternden Insignien des Arkonten, als Craven Ash vor Wut kocht. Wir sind immer noch bei Gunst 1, Zorn 4, okay, was soll das? So be it. I will add another name to our record of hate. Out of respect for the Blue Flag troops, I won't have you slain where you stand. If you leave my camp and don't look back. Ist ja dumm, ich bin. Hä, was? Redet er gerade mit mir? A wise choice! The Scarlet Chorus will be honored to silence the last of the Vendrian Guard insult. Graven Ash, we hereby order you to stand down and remain here at camp until we have secured the Citadel. Ach so, Moment. Bedeutet das jetzt, dass die dann auch den Part regieren, der hier eingenommen wird? Ach, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das wollte ich nicht, aber das heißt es wahrscheinlich, oder? Ich wollte natürlich, dass... Ah, fuck, Moment, mal kurz nachdenken. Ich wollte eigentlich lieber, dass die Geschmähten das dann regieren.
If the chorus leads the charge, they will fail. I will not sit idly by while the edict claims my legion. The disfavored will carve a path to the citadel on our own, if that's what it takes. Ich glaube, ich werde nochmal das Scharlachrote Chor. Das Scharlachrote Chor ist Wahnsinn. Naja, wir werden jetzt trotzdem erstmal hier gucken, bis ich dann in der Lage bin, wieder zu laden. Bis dahin entscheide ich mich. Schicksalsbinder. Hörst du, als du wieder etwas sehen kannst, zudem eine Hand auf deiner Schulter spürst? Kannst du mich hören, Schicksalsbinder? Du siehst unverletzt aus, aber sag bitte etwas. Was ist passiert? Dein hiesiger Beschützer hat dich gerettet. Der Purpurspeer klopft Barek mit einem herzhaften Lächeln auf die Schulter. Barek dreht sich um und erwidert die Geste mit kalten Starren. I wasn't trying to save you. I was trying to save her. Er deutet auf Lyra und seufzt. And what happened, you bleeding hard iron shit tower? Lyra verschränkt die Arme und starrt dich wütend an. I picked her up and she stabbed me. Put a dent in my side that I won't forget. So I put her down and dragged you out here to recuperate. Was ist mit euch beiden nur los? This is no time to narrate our life stories. If the edict comes crashing down on our heads, none of it will matter anyway. On that note, better to leave now while we're well parted. You've made your allegiances clear. I hope you serve a good long term with the Scarlet Chorus, and that we never meet on the wrong side of the battlefield. Ich musste eine Entscheidung treffen, also stellte ich mich auf die Seite der Armee, die zeitmäßig stärker ist. Du bist zu schnell, damit mich als Feind zu brandmeigen. Very well. I'll remain at your side at least until this edict is resolved. It beats sitting in a corner and waiting for Kairos's magic to kill us all. Don't take it too personally. That's as tall a compliment as he's ever expressed. Sie wendet sich mit Barek mit einem zwiespältigen Gesichtsausdruck zu. As for you, you old sack of wine, this is war. Try to enjoy yourself. Nerads Stimme ist bereits zum Lager aufgebrochen und ich werde es ihm jetzt gleich tun. Komm doch mit uns, wir waren geehrt, dich beim Angriff dabei zu haben. Als er sich zum Weggehen umdreht, stößt er ein böses Kichern aus. Nicht, dass es für dich hier noch irgendwas gäbe. Ja, ich bin eigentlich immer noch... Ach so, ja, jetzt können wir das Nebenquest auch gar nicht beenden. Ich bin eigentlich immer noch dafür, das nochmal zu laden und mich andersrum zu entscheiden, was ganz lustig ist, weil dann sehen wir jetzt auch, wie es in die andere Richtung aussehen wird. Ja, wie gesagt, mache ich normalerweise nicht oft, aber in ausgewählten wenigen Situationen, wenn ich merke, hey, es ist total falsch und dumm, was ich gemacht habe, dann entscheide ich mich so. Den Rest werde ich natürlich gleich lassen. How can we trust your The best Atunon's Fate Binder has arrived. Was hatte ich hier genommen? Fertig mit der Zankerei. Das hatten wir alle schon in letzter Folge, deswegen klicke ich hier nur schnell durch. Unsere Operation, meine Mission. So, das. Nothing. Now that nothing. Why I am on equal footing with Kairos's Cloud, Iron Marsh. This will be just like Stalwart. When the Fate Binder is. Kairos's Day of Swords approaches, and our allies in the disfavored in the court refuse to work with us. With whom do you stand? Und ich werde diesmal nicht nehmen. Das erste war, ich weiß, es bringt nicht, die zwingen mich sowieso zu wählen. Also warum sollte ich das jetzt nochmal machen? Das ist totaler Quatsch. Und finde ich auch ein bisschen blöd, jetzt sollen sie mir die Auswahl nicht geben. Nur damit ich halt Gunst einbüße, gibt es diese Möglichkeit. Und ja, ich nehme die Geschmähten. Die Geschmähten werden führen. You honor. As I knew you would. You have made the right choice. The disfavored have stood at the forefront of battle since the first days of the war. And now, we have the honor of winning this final battle. Graven echt salutiert dir, wobei seine Faust mit donnernden Scheppern auf seinem Brustpanzer niederfährt. Our beloved Chorus! We have too many lives to protect.
We can't allow your foolish decision to destroy us all! Der Archon strahlt ein brillantes Smaragdgrün aus und das Zelt scheint vom Geblapper eines geschäftigten Marktplatzes erfüllt zu werden. Das Zepter, das er normalerweise wie ein Spielzeugrequisit hält, umklammert er nun wie einen schlagbereiten Knüppel. Nein, wir haben nicht so hart geschuftet, damit uns am Ende unser rechtmäßiger Ruhm verwehrt wird. Du wirst mit den Geschmähten sterben! You would dare harm me and our guest from the court? Die Luft knistert von Elektrizität, als Graven Age seinen Hammer zum Zuschlagen anhebt. Okay, das ist immer so, das habe ich mir aber schon gedacht. Krass. By Kairos' word, this means war! How did it come to this? Unfassbar. Aber ja, dass wir jetzt hier stehen, das ist ja krass. Als du aus der Bewusstlosigkeit erwachst, siehst du Graven Age mit seiner Hand in den lichter werdenden Nebel schlagen, wo noch Augenblicke zuvor Nerats Stimme stand. Ich frage mich, ob ich, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, auch für diese Richtung entschieden habe, aber ich glaube schon, also ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht, ob ich den Scharlachroten Chor genommen habe oder die Geschmähten, aber ich denke fast, ich habe die Geschmähten genommen. Möchtet ihr wirklich gegen den Chor in den Krieg ziehen? Ich sah, wie ihr euch vor mich gestellt habt. Danke. Just old soldier reflexes. Couldn't be sure if it was trying a simple illusion or a bolt of fire. Either way, needed to be sure my guest didn't perish in my war tent. Wouldn't be able to live that one down. Möchtet ihr wirklich gegen den Chor in den Krieg ziehen? What other choice am I given? It is clear the voices of Narat would endanger all of us out of vanity. Besides, we all know when this war is over, someone must rule and protect the Tears. So I will start protecting the Tears from the depravity of the Scarlet Chorus. Huh. Also ich muss sagen, so wie das jetzt in den ersten Minuten hier ausgeht, bin ich dann doch klar für die zweite Entscheidung. Also das jetzt, auch wenn ich quasi jetzt die Wahl hätte, also ich habe ja theoretisch die Wahl, ich könnte nochmal laden. Also wenn ich jetzt wüsste, wie das Outcome ist, bevor ich meine erste Wahl getroffen hätte, dann hätte ich auch das hier genommen. Gefällt mir jetzt eigentlich direkt auf den ersten Blick besser. Wir werden die Himmelfahrtshalle ohne die Hilfe des Chors erobern. Yes. And instead of having false allies on our side, at least we can march on the Citadel knowing full well who is friend and foe. And it goes without saying. The Disfavored need you now for this glorious battle. Please speak with the Iron Marshal. She will give you the specifics of our plan. Auf jeden Fall, die Reaktion von den Geschmähten, wenn sie die Ehre nicht bekommen, war ehrvoller, als wie der Chor reagiert, also Nerats Stimmen. Und wenn sie das bekommen, verhalten sie sich ebenfalls anständiger als Nerats Stimmen, wenn es das bekommt oder bekommen hätte. Deswegen, ja, gefällt mir. Und ich bin gespannt, ob wir später mal gegen den Archont der Stimmen da kämpfen werden. Und ich bin auch gespannt, wie Lyra reagiert. Aber eigentlich müsste sie ja merken, und sie hat ja also so ein bisschen durchklingen lassen, dass sie Nerat auch verrückt findet. Also mal schauen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert und denke aber, sie ist eher auf unserer Seite. The Archon of Secrets left behind one of his spies. Perhaps we should send her back to her master in pieces. Graven Age kneift seine Augen zusammen und deutet mit einem Finger auf Lyra. Na, nee, Lyra steht unter meinem Schutz. Bareks Rüstung macht ein misstönendes Geräusch, das sich so anhört, als würde sich Eisen unter Druck verbiegen. Alle Anwesenden im Raum schauen ihn an. Something to say, Barrick? Ash wirft dem Steinschild einen verwirrten Blick zu. Nothing at present, Archon. Forgive the interruption. Du glaubst, in Bareks sonst distanzierten Stern einen Anflug schwacher Hoffnung zu erkennen. Lyra gehört zu mir. You would harbor the Archon's henchmen in your company? This is aiding and abetting the voices of Narat. I cannot stand for it. Ihr könnt und werdet es dulden, es ist wichtig für meine Arbeit, was unter den Schutz des Gerichts stellt. Scharlachroter Chor geht nicht, Wissen geht auch nicht, List. Vielleicht will ich, dass Nerats Stimmen denkt, ich würde es sorgfältig beobachten. Deine Waffe ziehen, das stimmt, sie darf nicht am Leben bleiben. Lyra entlassen. Vielleicht will ich, dass Nerats Stimmen denkt, ich würde es sorgfältig beobachtet. The voices of Narat knows better. Of that much I can assure you. Whatever deceitful ploy you have in mind,
He can think lifetimes ahead of it. You are playing a dangerous game, Binder. If you wish to hold a venomous serpent so close, I will allow you your own self-destruction. Now leave me. When you are ready to join the assault, speak to the Iron Marshal. Es ist so krass, wie man halt wirklich hier diese Mitglieder der eigenen Kampftruppe ständig opfern kann und verlieren kann. Also das muss man schon aufpassen. Aber ich glaube, das haben wir gut geregelt. Diese extra Möglichkeiten, die man in diesen Gesprächen hat mit Athletik, List, Wissen, die sind eigentlich auch immer besser, als wenn man die nicht nimmt und die normalen Gesprächsoptionen wählt. Ja, das war fünfte Auge hier, der tot ist. Und ist das fünfte Auge? Nee, weiß ich gar nicht. Ich kann auch einfach nur ein normaler Scharlachroter Wüter gewesen sein. Eisengebündene Ausrüstung. Ja, wir müssen echt nochmal gucken, ob wir diese Lieferung noch irgendwo finden. Dass wir die überhaupt übersehen haben. Unfassbar. Und was mir einfällt, wir sind ja auch im Level aufgestiegen, das heißt, wir können nochmal trainieren, wollte ich gerade sagen, aber die waren hier, also vielleicht können wir doch nicht trainieren, es sei denn, die sind jetzt irgendwo anders. Ah ja, die sind da hinten, sehr gut, dann trainieren wir erstmal. Wobei, nee, wir reden erstmal und trainieren dann. Eisenmarschall Erenios. Die Zeit ist gekommen, sagt Eisenmarschall Erenios, während sie dir mit einem gelassenen Lächeln zunickt. Gunst 1 bei den Geschmähten. Ah, nur bei Gravemesh habe ich Gunst 4. Jetzt marschieren wir gegen Vendriens Brunnen, um dem Stufenvolk den Preis für seinen Aufstand zu zeigen. Sie schaut in beide Richtungen und beobachtet die Bewegungen der Eisenkrieger, die sich auf die Schlacht vorbereiten. Sind das alle, die haben? Kyros Edikt wird schon bald zur Geltung kommen. Wir sollten sofort losziehen. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen, Schicksalsbinder, falls du dazu bereit bist. Wir sind eine verschworene Truppe, aber dass wir an Qualität haben, fehlt uns an Truppenstärke. Wirst du mit uns in die Schlacht marschieren? Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt, ich glaube, ich muss das andere Nebenquest zuerst beenden. Sie verschränkt ihre Arme mit einem Seufzen. Einen langen Augenblick starrte sie sich an, wobei ihre Augen in ihrem Helm kaum zu sehen sind. Nun, dann entscheide dich schnell, denn wir werden bald aufbrechen. Ja, dann wäre ich jetzt zuerst nochmal dahin. Im Moment, wir speichern erst nochmal. Und zwar hier. Ja, verdammt, wir können nicht trainieren. Na gut. Dann werden wir jetzt aber trotzdem erstmal zur Escheruf. Wir haben noch 6 Tage. Ich glaube, das ist ja jetzt auch der letzte Kampf. Oh, na, ach, hier ist sie. Oh, ich dachte kurz, das wäre nicht mehr da. Ja, das sind nur 2 Stunden. Also das heißt, 2,5 Stunden. Wenn wir wieder zurück sind, sind es 5 Stunden. Das passt schon. Ah, das ist irgendwo im Dorf versteckt. Also ich verstehe nicht, wie wir das übersehen konnten. Moment mal. Ach so, ja, doch, das passt schon. Gut, die Leichen wurden also nicht weggeschafft. Das hier war, glaube ich, nur... Genau, das haben wir schon voll. Die Eisenlieferung muss sich irgendwo im Dorf befinden. Suche das Gebiet danach ab. Mist, Mist, hätte ich das nur beim ersten Mal durchgelesen, richtig. Das wird mit Sicherheit nicht hier sein. Irgendwo. Es müsste ja dann ein Versteck sein, oder? Also irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Hier hatten wir den ersten Hinweis darauf, also muss es irgendwo hier drinne sein. Aber wie gesagt, es wundert mich, war ich so ungründlich oder hatten wir einfach... Weil wir dieses... versteckte, was auch immer, nicht entdeckt haben. Ich werde natürlich direkt mal schleichend umhergehen, damit wir eine Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Schade, dass die sich nicht verändert haben, also die Position der Dorfbewohner, weil es ja doch relativ unwahrscheinlich ist, dass die nicht wieder in ihren Hütten drin sind und sowas. Also, dass sie halt immer noch verängstigt draußen rumstehen, ist ein bisschen merkwürdig. Es sind ja auch gar keine Einheiten mehr von uns.
Es dauert natürlich lang. Aber ich habe auch keine Lust, hier in normaler Geschwindigkeit lang zu laufen, um dann festzustellen, ups. Ja, um dann festzustellen, ups, wir haben es nicht gefunden, wir müssen nochmal im Schleichenmodus gucken, wo was ist. Ah, ist genau das Gleiche. Oh, ist es vielleicht hier drin? Also, warum ist hier dieses Handzeichen? Wir machen mal schnell und schleichen nicht, weil ich glaube, wir müssen einfach nur hier rein. Oh nein. Sag bloß, dieses Handzeichen habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Das war ja richtig dumm dann. Alter Mann Moore, was macht denn der alte Mann Moore hier? Warum können wir denn mit ihm reden? Nicht mehr schleichen. Alter Mann Moore, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich mein Zuhause nicht aufgeben werde. Zur Bekräftigung schlägt der alte Mann seine Faust zusammen und starrt dich mit erschrockenem Grunzel der Stirn an. Oh, du gehörst ja gar nicht zu diesen violetten Schwachköpfen. Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Ich sehe nicht mehr so gut wie früher. Moore heiße ich. Bin schon hier, seit der alte König Ukon das Tal für sich beansprucht hat. Du dienst Kyros, richtig? Als er fragt, stößt er seinen Finger in deine Richtung. Und Kyros bringt den Frieden, richtig? Na, dann ergebe ich mich halt. Und jetzt verschwinde und lass mir meine Ruhe. Ich schlage vor, dass du dich ihren Forderungen fügst. Beruhige dich, Sohn. Ich habe ja ganz allein schon einiges erlebt. Hitzewellen habe ich überstanden, Atemfieber und Überschwemmungen auch. Kinderlärm stört mich nicht. Ich hoffe nur, dass keins von euch Kindern im Fluss ertrinkt, denn das würde eure Eltern traurig machen. Wie du willst, viel Spaß beim Verfaulen, alter Mann. Gerne. Moore stemmt seine Hände in die Hände und nickt mit einem trotzigen Stirnrunzeln. Ja, okay, habe ich nicht so richtig verstanden, aber jetzt gucken wir mal. Verschlossene Tür. Diese robuste Tür wurde verschlossen, scheint aber nicht von der anderen Seite verbarrikadiert zu sein. Athletik, List. Das Schloss besitzt nur einen einfachen Mechanismus und kann wohl mit mäßigem Aufwand geknackt werden. Das Schloss ist alt und instabil und kann mit genügend Kraft zerstört werden. Dann mehr durch das. Tja, dann werden wir das jetzt wohl endlich finden. Sehr gut. Eine Liste auf alten, zerknitterten Papier, während verschiedene einfache Handwerks- und Reparaturgegenstände ausgestrichen wurden, sind die meisten Nahrungsmittel noch verblieben. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt endlich dieses Nebenquest abschließen, werden wir hier einen Cut machen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Tschüss.